Hereinspaziert beim SC Siemensstadt. Beim Nachtschwärmersport stehen alle Türen offen. Wer den Verein also schon immer einmal kennenlernen wollte, kommt hier voll auf seine Kosten. Also das Nachtschwärmersport soll bei uns im Haus neue Sportarten vorstellen, vor allem für Leute, die vielleicht noch nicht hier trainieren, aber auch für unsere Mitglieder und unsere Sportkursler, dass sie einfach mal was Neues ausprobieren können und vielleicht Lust kriegen, in Zukunft bei uns einen Kurs zu belegen. 3 Stunden lang hat man Zeit, die vielfältigen Angebote des SC Siemensstadt zu testen. Hier bleiben keine Wünsche offen. Einmal im Sportzentrum hat man die Qual der Wahl. Egal ob Fitnessstudio, Training in der hauseigenen Box oder im Schwimmbad. Auch wer schon immer einmal Rhönrad ausprobieren wollte, hat jetzt die Möglichkeit dazu. Über 10 Kurse aus den vielfältigen Abteilungen werden parallel angeboten. Und das Ganze für nur 10 Euro. Also ich finde es ganz super, besonders weil man ja auch damit viele neue Mitglieder hoffentlich bekommt. Und was ist eigentlich besser als so ein Tag der offenen Tür? So ist es ja eigentlich, finde ich. Und man kann alles ausprobieren und man kann schauen, was einem so liegt. Insgesamt bietet der Verein aber noch viel, viel mehr. Alleine über 150 Kurse in über 15 Abteilungen. Das Highlight dennoch an diesem Abend, Fitnesstrainer Espen Alvik. Er übernimmt nicht nur das Warm-up und Cool-down, sondern hat gleich noch 4 Kurse im Gepäck, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Von Bauchtraining bis Body Shape Symphonica, also Bauch, Beine, Po zu klassischer Musik, ist alles dabei. Die haben wunderbar mitgemacht und die haben alles das gemacht, was ich wollte. Und als Trainer, das ist optimal. Wenn Sie nun auch Lust bekommen haben, buchen Sie sich gerne einen Sportkurs für das 2. Quartal. Gehen Sie dafür einfach unter www.scs-berlin.de, suchen Sie sich Ihren Lieblingskurs aus und schon kann es losgehen. Und für alle, die sich vorher lieber noch ausprobieren wollen, keine Sorge, der nächste Tag der offenen Tür kommt bald. Nachtschwimmersport gibt es auf jeden Fall 2-mal im Jahr bei uns, einmal im Frühling, einmal im Herbst, immer mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Und das wird es auf jeden Fall geben, weil die Stimmung ist toll, die Leute sind begeistert und deswegen freue ich mich schon auf die nächste Veranstaltung. Aber für diesen Nachtschwärmersport hat sich der SC Siemensstadt zusätzlich noch etwas ganz Besonderes überlegt. Ein Auftritt der Polsportlerin Yvonne Haug. Sage und schreibe 6 Weltmeistertitel konnte die ehemalige Kunstturnerin schon gewinnen und zählt damit zu den erfolgreichsten Sportlerinnen. Nebenbei betreibt sie ein eigenes Studio in Kreuzberg. An diesem Abend bekommen alle Nachtschwärmer eine kleine Kostprobe aus ihrem Repertoire. Mir hat es megamäßig gefallen, waren alle, das Publikum war ganz toll. Ich habe den Auftritt genossen und würde am liebsten nochmal tanzen. Nach Sport und Show lässt man den Abend ganz entspannt ausklingen. Und wem die 3 Stunden noch nicht genug waren, der kann sich bei der Aftersportparty mit DJ bis Mitternacht noch weiter bewegen. Denn bis dahin bleiben alle Türen vom SC Siemensstadt offen.